Hallihallo, ich bin's, der Blumenmann. Siehst du die Flamme von dieser Kerze? Wahrscheinlich gehörst du zu den Leuten, die sich jetzt den ganzen Winter geärgert haben, weil man die Flamme nie sieht, weil du eine zu große Kerze geschnappt hast und dadurch einfach nie die Flamme siehst, weil du immer nach kurzer Zeit schon die Kerze auslöscht. Also, nur einfach schnell ein kurzer Funfact. Eigentlich geht es ja jetzt um eine Frühlingsdeko und nicht mehr um Kerzen, aber damit du wisst, für nächsten Winter, wenn du die Kerzen anzündest. Je größer die Kerze ist, umso länger musst du die Kerze angezündet lassen, so dass sie wirklich nach draußen die Wachsschicht weich machen kann und dadurch deine Kerze auch ganz lange schön bleibt. Also merk dir das bitte, wenn du lange an einer Kerze Freude haben willst, je dicker die Kerze ist, umso länger anzünden, so dass sie wirklich auch schön nach draußen kommen kann. Wenn du jetzt was gelernt hast, schreib es unten in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, du lernst was bei der nächsten Deko-Idee für diesen Kerzenständer, weil Kerzen wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt wunderschöne Frühlingsdekos. Und da habe ich gedacht, nehmen wir so eine wunderschöne Narzisse. Die kannst du wunderbar im Wohnzimmer aufstellen. Wird sie vielleicht etwas höher, etwas schneller aufblühen, aber du wirst ja relativ schnell einmal eine wunderschöne Blüte haben. Darum ist natürlich drinnen besser als draußen. Ich habe dazu einmal Wickeldraht, einmal ein Stück Moos und dann kann schon alles losgehen. Wir nehmen die Narzisse aus dem Gefäß raus, legen das Moos schön kompakt um unsere Narzisse rum, fixieren. Das ganze Moos hier sorgfältig um diese Narzisse rum. Und du siehst, ohne Moos nichts los, egal ob Frühling oder Winter oder Herbst. Im Sommer finde ich das Moos nicht so praktisch, weil dann trocknet es so schnell aus, weil die Luft viel heißer und wärmer ist. Aber jetzt ist natürlich ohne Moos nichts los. Schnell den Draht rumwickeln. Abschnippen, einstecken, auf den Kerzenständer machen. Und so hast du endlich etwas Tolles wieder auf deinem Kerzenständer. Du schreibst mir jetzt in die Kommentare rein, ob du sagst, oh ja, mit dem Schneckeli sieht es nochmals etwas spannender aus. Ich will jetzt schon Frühling oder nein, lieber Blumenmann, lass es. Wir wollen lieber noch Kerzen. Und jetzt habe ich was gelernt, vielleicht das mit der Narzisse oder auch mit der Kerze. Und dann kannst du einfach ab und an etwas Wasser hier oben reingeben, sodass die Erde nicht gleich ganz austrocknet. Oder du machst das ganze Teil in ein Wasserbad und so hat deine Narzisse etwas mehr Wasser und wächst auch etwas schneller und du musst weniger oft Wasser geben. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast was gelernt. Mooskugel mit einem Frühlingsblüher, da kannst du auch Hyazinthe oder sonst was nehmen, auf einen Kerzenständer machen und so dein Wohnzimmer selber dekorieren. Ja, ich hoffe, du konntest was lernen. Wenn ja, schreib es mir in die Kommentare rein und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt dein Blumenmann.